Bald. So, schauen wir mal. Ich bin schon ein bisschen blöd. Kannst mir den Text nicht merken. Ja, ein Grüß. Nein, das ist zu laut da. Da muss ich ja zurück. Gott, was machst du da? Ich komme erschossen vor hier. Ja, Valentinstag haben wir. Valentin, sagt man. Uni Valentin. Man sagt ja auch Vater, Uni Vater. Und der Valentin, der hat einen Vogel und kein Vogel. Ganz genau wie. Und deswegen wollte ich auch einmal sagen, wie ich ein Uhrmacher geworden bin. Ja, ich bin jetzt ein Uhrmacher. Mir ist immer die Zeit vordrand. Schau ich zur Uhr, ist schon so arg Zeit vergangen. Denke ich mir, das ist gar nicht Zeit. Schau ich in die andere Stunde, war gar nicht so arg Zeit vergangen. Was ich? Das ist die 2 Uhr eine ganz andere Zeitanzeige. Die eine, die kann gar nicht verkehrt gehen. Das ist eine ganze religiöse. Die bekommt ihr Zeichen vom Himmel. Wie wird es Ihnen sein? Ja, das ist, wo ist es? Hier. Das ist eine religiöse. Da die hat auch das Zeichen, dass ihr Zeichen von oben bekommt. Ja, die kann gar nicht verkehrt gehen. Eine ganz religiöse. Habe ich mir gedacht, kann es nur die andere sein, was verkehrt geht? Was machen wir da? Habe ich die Uhr mir vorgenommen. Zeig ich mal die andere. Ja, das ist die hier. Ja. Habe ich ihr gut zugeredet? Sei nie so hektisch. Ganz langsam gehen. Musst ruhiger werden. Aber das hat nicht nützt. Das ganz gut zu reden hat nicht nützt. Die hättet einfach nicht. Was machen wir da? Was machen wir da? Ja, trainieren wir es halt. Schau her. Da ist ein wenig ruhig. Nicht so dick, dick, dick. Mehr so dick, dick, dick. Das ist nicht arg. Kannst auch mal eine Brotzeit machen. Da tickst gar nichts. Und dann machst du wieder dein hektische Ticker. Der wollte keine Brotzeit. Hat's allerlei so hektisch tickert. Ja, was machen wir da? Hab ich mir gedacht, wenn der nicht hört auf mich, machst du ihm vielleicht die andere Uhr vorsetzen. Vielleicht hört er. Hab ich die 2 Uhr zueinander gestellt. Und nach einer Zeit waren's im gleichen Takt. Hat's die Religiöse den alten Hektiker viel ruhiger gemacht. Hab ich mir gedacht, jetzt hat er's gelernt. Hab ich dir in die Küche gebracht, aber keine halben Minuten war der genau wieder so hektisch. Hab ich mir gedacht, was hat der denn? Hab ich dir wieder zugetragen, wo der wieder ganz ruhig. Lass dir ein wenig beieinander, der wird schon. Und dann sind die Uhren beieinander gestanden. Ist ja nicht verkehrt, dass die ein wenig aufeinander Achter geben. Das ist wie mit den Leuten, dass die richtig miteinander gehen, dass die eine nicht immer der andere nachgeht. Aber dann gab es in der Nacht immer mal so einen Krach. Und wenn ich dann in die Küche komme, da geht die ganz langsam, ganz, ganz langsam. Also was das gewesen ist, dass der so langsam tickert. Aber in einer Nacht, da war es ganz grauslich. Da hat es rumpelt in der Nacht und quietscht hat es. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Und wie haben die das gemacht? 2 Uhr und urplötzlich. Ich war nicht dabei. Also ja, gehe ich in die Küche, waren da ganz kleine Uhren. Da waren die 2 große, ja, die 2 große und ganz kleine. Ja, sie guckt, sie glaubt mir nicht. Das hab ich mir gedacht. Aber ich hab die extra mitgebracht. Ja. Und eine Lupe halt auch mitgebracht, dass sie das sehen können. Hier haben wir es. 3 Stücke. 3 Stücke haben wir.
Ja. Wir haben eine schöne, eine ganz schöne. Die werde ich Ihnen zeigen, sodass Sie das sehen können. Ja, wie machen wir das jetzt so? So. Sehen Sie das? Das ist, dass Sie das sehen können, ja. Das ist jetzt eine Gleitzeit. Ja. Und der Hammer, ja, die war auch schön, schön fein rund und gut gewachsen. Ne? Ja, haben wir einen Zwagen, ja. Da sind die Zager ein bisschen lang. Ja, das wächst sie aus. Das wächst sie aus. Ja. Hui, 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 haben Sie das gesehen? Das ist ein Wildfang. Ach, das ist ja unglaublich, so ein Wildfang. Der wird extra vorgemerkt für die Urzüchtung. Ja, und da langt er vielleicht für Atomuhr. Oder für eine Atomuhr. Ja, das könnte sein. Und da haben wir einen dritten noch. Ah, der ist ein wenig hinterher. Und hat noch niemand Zeiger. Ja, den müssen wir wieder gut den Blutgassen packen. Ja, jetzt bin ich Vater geworden. Ah, eigentlich nicht. Ah, so schnell kann es gehen. Stellt zwei Jahre zusammen für ein bisschen Nachhilfe. Und was machen sie? Ganz was anderes. Das ist wichtig, auch für die Chefs, ja. Wenn sie da zwei miteinander arbeiten lassen, dass die machen ganz was anderes. Und wenn sie mir jetzt fragen, wer ist der Mo und wer ist das Weib? Also der mit dem Zeiger. Der mit dem Zeiger ist der Mo. Da denke ich mir so. Ja. Der hat ja keinen Zeiger, die Männer haben meist da so. Wissen Sie, was ich meine? Ja, dann ist gut. Ja, aber eine wilde Ehe, das gibt es bei mir nicht. Eine wilde Ehe. Da habe ich mir den Morgen darauf die zwei vorgenommen und habe es gefragt. Wollt ihr zusammenhängen oder wollt ihr getrennt hängen? Und da hat es geklingelt. Und die Religiöse hat ein Licht gegeben. Jetzt habe ich das Ehepaar, das Ur-Ehepaar, bei mir daheim zusammenhängen. Wie der Herr Herrgott mit seinem Adam und Eva. Und wenn Sie mich fragen, wann ich Ihnen das heute erzählt habe, dann muss ich sagen, das ist am 9. Februar passiert. Am 9. Februar. Was ist das für ein Tag? Der 9. Februar, das ist der Todstag von Karl Valentin. Von Karl Valentin ist das der Todstag. Der ist gestorben am 9. Februar 1948. Das ist genau 5 Tage her und 65 Jahre. Und jetzt kriegt er auch im Himmel seine Händen. Und heute ist Valentinstag. Und die Belger sind ja gerade erst 5 Tage alt. Ich muss jetzt flugs heim. Grüß Gott, die Herrschaft. Oh.